Es war nicht der Entscheid, nach Wien zu gehen, sondern es ist der Entscheid, definitiv aus einer Stadt zu gehen, die unter 200'000 Einwohner hat, wo sich jeder kennt, wo die Eltern bald alle Kinder kennen in der Stadt und alle Kinder, alle Onkel. Und es ist im Prinzip ein, ich sage jetzt einmal, ein grosser Basler Community. Ich bin gleich Basel aufgewachsen, im Zentrum, also am Klaraplatz und mit dem ganzen Hintergrund, ich sage jetzt einmal, Fasnacht und gesellschaftliches Leben von der kleineren Stadt hat bei mir dominiert. Und das ist mir einfach zu eng geworden. Ich habe meine Ausbildung sogar in Basel gemacht, ich habe Gewerbeschule dann gemacht mit der Fachklasse beim Hoffmann und Weingart und habe zu dem Zeitpunkt dann gar nicht gewusst, was ich für großartiges Glück hatte, dass ich dort gesehen bin, vor dem Gymnasium gesehen und habe das dann angeschlossen. Mit 25 habe ich entschieden, habe ich fertig gewesen mit der Ausbildung und habe nicht gewusst, was ich mache. Ich habe aber schon der ganze Zeit immer gemalt und mich frei mit Musik beschäftigt und meine Bands haben gespielt und im Prinzip in einer Zeit gelebt, wo du kennst es, Ende der 80er Jahre, wo im Prinzip das große, ich will sagen mal, Honigkuchenpferd ist gesattelt gewesen und es hat Schweizer Halle natürlich gegeben, Kaiser August ist schon vorbei gewesen, aber es ist im Prinzip alles, sagen wir mal, positiv gezeichnet gewesen für die Zukunft. Und wir haben uns in kleinen Gruppen mit der Stadtgärtnerei beschäftigt, mit den besetzten Häusern und sind im Prinzip dort, bin ich in einem Untergrund eigentlich in der Stadt aufgewachsen. Das hat mich aber auch nicht wirklich weitergebracht, weil ich gemerkt habe, dass die meisten Leute, die auch dort waren, haben wollen weggehen, weil sie einfach verzankt waren. Und wieso ist, irgendwann geht man dann. Und wie man geht, wir fragen sich dann, wie bist du da angekommen? Im Zug, sage ich dann nach Wien. Mhm. Aber schlussendlich bin ich zuerst auf Paris und ich bin dann auf Amerika. Und ich bin im Prinzip einfach hier jede Möglichkeit genommen, wie ich wegkomme von Basel und alles ausprobiert. Ich bin länger dann in Paris gesehen und bin länger auch in Amerika gesehen und bin dann wieder zurückgekommen von Paris, einmal über Basel und bin per Zufall eingeladen worden nach Wien auf einen Filmdreh und bin eigentlich wegen dem Filmdreh nach Wien gekommen und habe ein kleines Horrorerlebnis gehabt, 92, die Stadt war super grau gewesen und die Frau, die den Film gedreht hat, hat auf der Agwante noch studiert und wer Wien nicht kennt, kann sich das nicht vorstellen. Es ist alles ziemlich so gewesen, wie man es sich nicht gewünscht hat, wo man nach Wien gekommen ist. Und ich bin nicht am Weg gewesen, wieder wegzugehen nach Wien. Aber der Zufall hat es wollen, dass ich den Marco Fedier getroffen habe. Das war ein Freund aus Basel, ein Berner eigentlich. Der Marco hat damals Kunstgewerbeschule die Malfachklasse gemacht, ist ein angehender Maler gewesen, hat eine Bauzeichnerlehre vorher gehabt und hat zu dem Zeitpunkt in Wien als Bauzeichnerarchitekt beim Krischanitz geschafft. Adolf Krischanitz ist ein bekannter Architekt, der ist mit Herzog und Dömeron noch befreundet, schon vor der Zeit, wo sie sehr berühmt worden sind, als sie gleich sind. Und im Prinzip, ich hatte auf der Straße getroffen, auf dem Weg zurück wieder nach Paris, wo ich dort noch ein Zimmer hatte. Und er hat gesagt, bleib doch, die Stadt ist so schrecklich, ich wünsche mir, dass du da bist, bei mir gehen wir etwas essen. Und de facto, ich bin wirklich noch eine Nacht länger geblieben in dieser schrecklichen Stadt, wo ich mir vorgenommen habe, nie mehr länger zu bleiben. Und aus dieser einen Nacht sind zwei Nacht, drei Nacht geworden. Und auf einmal habe ich eine riesige Wohnung zur Verfügung gestellt, bekomme 150 Quadratmeter. Wenn ihr nicht kennt, wo aus der Schweiz kommt, ist das unmännlich gross. Ich habe eine Hinterhofwohnung, zwar im ersten Stock, mit einem riesen Garten, mit einem riesen Atelier drin. Und eigentlich habe ich nur wegen der Größe von seinem Raum, obwohl es Jänner war, als ich nach Wien gekommen bin, zugesagt, dass ich die Wohnung nehme. Ich habe keine Pflicht gehabt, nicht mehr zahlen, ich musste nur Pflanzen gießen. Es ist im Prinzip es ist ein Geschenk gewesen, wo man ermöglicht hat, ein bisschen weiter zu arbeiten in meinem Lebensresearch, sage ich, in meinen Sachen. Ich habe zu einem Zeitpunkt Ausstellungen gemacht, ich habe Illustrationen gemacht, ich habe mit dem Bummi zusammen RGB-Sachen, Produkte gemacht, eben so erste Kunstsortiment-Ausstellungen mitgemacht, wo wir komische Produkte entwickelt haben und an Ausstellungen präsentiert haben und im Prinzip so Untergrundöffentlichkeit beriert nicht.